Ey, Freunde, es ist etwas richtig Schlimmes passiert. Ich bin gerade geisteskrank am Zittern. Ich wurde einfach aus meinem YouTube-Kanal ausgeloggt und mein Passwort wurde geändert. Und ich habe gerade probiert, mich wieder einzuloggen und es geht nicht. Ich zeige euch das mal kurz. Also seht hier, hier ist mein Name und meine E-Mail-Adresse, die ist zensiert. Und hier muss ich tatsächlich eigentlich mein Passwort eingeben. Und ihr seht es hier, falsches Passwort. Bitte noch einmal versuchen und Passwort vergessen klicken, um das Passwort zurückzusetzen. Ich habe das Ganze gerade eben schon die letzten 5 Minuten probiert zu machen. Und ich komme einfach nicht mehr in meinen YouTube-Kanal rein. Aber das ist noch nicht alles. Als ich dann tatsächlich gerade auf mein Handy geguckt habe, habe ich gesehen, dass ich eine Nachricht bekommen habe von einer Nummer, die ich nicht eingespeichert habe. Und zwar, ich zeige euch als allererstes mal das Profil. Es ist wirklich geisteskrank gruselig, Freunde. Das ist einfach irgend so eine komische Maske. Keine Ahnung, was das sein soll. Die Nummer habe ich nicht eingespeichert. Die hat einfach nur Punkt, Punkt, Punkt als Namen. Und die hat mir etwas geschrieben. Wie du gesehen hast, habe ich deinen Kanal gehackt und dein Passwort geändert. Du hast ab jetzt genau 3 Stunden Zeit, um alle Hinweise zu finden, die deinen Kanal wieder freischalten. Wenn du es nicht schaffst, wird dein YouTube-Kanal gelöscht. Digga. Ey, das ist meine Existenz. Ich werde jetzt nochmal ein letztes Mal probieren, mein Passwort einzugeben. Moment. Okay, ich habe jetzt hier nochmal mein Passwort eingegeben. Wie gesagt, dieses Passwort vergesse und so weiter, habe ich alles schon probiert. Ich gehe auf Weiter. Das ist wirklich kein Spaß, Freunde, ne? Also ich habe meinen YouTube-Kanal schon so lange und jetzt kriege ich hier irgend so eine Nachricht von irgendeiner Nummer, die ich nicht eingespeichert habe, die sich hier irgendwie wieder so einen dummen Scherz erlauben will. Ja, ich schreibe jetzt der Nummer, was soll ich anderes machen, Digga? Okay, ich schreibe jetzt eine Nachricht. Okay, Freunde, ich habe jetzt einfach mal eine ganz ernste Nachricht geschrieben. Was soll die Scheiße, wenn das hier gerade jemand ist, den ich kenne, geht das wirklich zu weit und ist nicht mehr lustig. Der Kanal ist mein Leben, meine Existenz und mein Ein und Alles. Schreib mir, wer du bist und verarsch jemand anderes. Ich habe jetzt eine Nachricht geschrieben, Freunde. Keine Ahnung, ob ich überhaupt noch eine Nachricht von der Nummer bekomme. Aber ich kann mich nicht mehr auf meinen Kanal einloggen. Keine Ahnung, was ich da jetzt machen soll. Ich habe auch gerade schon jemandem vom YouTube geschrieben. Aber wir schauen erstmal, was die Nummer sagt. Die Nummer schreibt gerade eine Nachricht. Hör gut zu. Das hier ist kein Scherz. Ich kenne dich zwar nicht, aber ich habe ein großes Problem mit dir. Ich schreibe jetzt die Nummer einfach. Ich habe jetzt einfach geschrieben, was habe ich dir bitte getan? Okay, Freunde. Die Nummer schreibt wieder. Ich kann dich zwar nicht leiden, aber jeder verdient eine zweite Chance. Aber was habe ich denn jetzt getan? Okay, Freunde, die Nummer schreibt noch irgendwas gerade. Den ersten Hinweis findest du ganz in deiner Nähe. Suche an einem verlassenen Ort, den du vor langer Zeit einmal bereits besucht hast. Beeil dich, du hast nur 3 Stunden Zeit, ab jetzt. Digga, was für ein verlassener Ort vor langer Zeit? Zuletzt war ich immer nur in dem Horror-McDonald's. Okay, Freunde, 3 Stunden Zeit. Ihr seht hier oben einen 3-Stunden-Countdown jetzt eingeblendet, der runtergeht. Ich gehe mal ganz kurz zu meiner Freundin rüber. Vielleicht hat die eine Idee, weil mir fällt wirklich nur der McDonald's ein, wo ich immer bin. Aber den habe ich ja nicht vor langer Zeit besucht. Warte mal, ich muss mal einmal ganz kurz meine Gedanken sammeln. Maybrit, fällt dir irgendein verlassener Ort ein, wo ich vor langer Zeit mal war? Außer der Horror-McDonald's, weil da... Das wollte ich gerade vorschlagen. Aber da war ich ja nicht vor langer Zeit. Du hast ja gerade mitbekommen, was passiert ist. Vielleicht das allererste Lost Place Video, was du gedreht hast. Ja. Da warst du doch auch bei irgendwie so einem älteren Haus oder so hier in der Nähe, oder nicht? Ja. Das vielleicht, das ist auf jeden Fall schon ein bisschen her und das ist das allererste gewesen. Ja, stimmt, das ist das Einzige, was da was noch sein kann. Meinst du, da soll ich mal gucken? Ich drücke dir ganz, ganz doll die Daumen und wenn mir irgendwas einfallen sollte, dann sage ich dir auf jeden Fall Bescheid, aber... YouTube-Kanal wieder kriegst. Okay. Freunde, ich mache mich auf den Weg. So, Freunde, wir sind jetzt an dem verlassenen Ort angekommen. Ihr seht es, ich bin mitten im Wald. Wir sind hier im absoluten Nichts und ich drehe mal ganz kurz die Kamera. Hier ist tatsächlich dieses verlassene Haus vor circa einem Jahr. Da seht ihr jetzt hier mal kurz Videomaterial, war ich hier schon einmal. Und ich bin tatsächlich dieses Mal nicht alleine hierher gekommen. Ich habe gerade Besuch von meinem Kater Ali, der hat früher für meinen Hauptkanal die Videos geschnitten. Und der ist gerade zu Besuch bei mir. Und der ist hier schon mal vorgelaufen und hilft auch heute ein bisschen beim Suchen mit. Digga, warte mal, leuchte da mal rein. Also erstmal guck mal, hier ist irgendwie so ein komisches Fahrradding, dann irgendwie so ein Computer. Ja, Alter, Freunde, guckt euch das mal an. Ich glaube, hier hat jemand mal gewohnt. Alter, guck mal, ich glaube, hier ist die alte Eingangstür, oder? Ja. Boah, ich habe echt Angst. Dieses Haus ist, glaube ich, so alt. Die Frage ist aber einfach, Ali, ist das hier der richtige... Oh mein Gott, schau mal, da hast du noch eine Jacke. Alter.
Siehst du das? Digga, also ich könnte es erkennen, Freunde. Man kann da voll nach hinten reingucken. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, wenn ich hier irgendwie einen Hinweis finde, dann wird der wahrscheinlich nicht im Haus sein, oder? Was meinst du? Ich glaube, es ist zu schwierig, da reinzukommen. Also müsst ihr jetzt mal in die Kommentare schreiben, ob ihr euch trauen würdet, hier hinzugehen. Guckt euch das mal an. Hier geht es irgendwie auch noch rein. Dann ist hier irgendwie so. Guckt ihr das mal an. Digga, was hier passiert? Alter. Da ist sogar so eine Gasflasche. Ganz gefährlich, es könnte explodieren. Ja. Warte mal, Ali, da vorne ist so ein Koffer. Warte mal, Koffer ist doch immer ein guter Hinweis. Guck mal hier. Kevin, schau mal da. Wo? Da ist ein Zettel. Wo ist ein Zettel? Komm mit, da ist ein Zettel. Das hängt da an der Tür. Was? Zeig mal. LU14? Digga, der ist da hingeklebt worden. Hä, das wird doch mit Sicherheit der Hinweis sein, oder? Ja, safe. Warte mal, ich nehme das mal ab. Hä, ist das irgendwie so ein Code oder so? Das wird ja nicht das YouTube-Passwort sein. Das ist ja viel zu kurz. Ja, aber vielleicht ein Teil davon. Glaubst du, das ist der einzige Hinweis hier? Ja, wir haben ja schon alles durchsucht hier. Aber Ali, die Frage ist, wo wir jetzt als nächstes hin... Hol? Habe ich gerade eine Nachricht? Ey, der hat gerade eine Nachricht geschickt. Warte mal, Freunde, ich muss einmal ganz kurz gucken, was der geschrieben hat. Okay, Freunde, die Nummer hat geschrieben. Glückwunsch, du hast den ersten Hinweis gefunden. Als kleine Belohnung kannst du dir ja mal was Süßes gönnen, oder? Was Süßes? Hä? Meint er, wir sollen zum Candy Fitness gehen, oder was? Bro, ich glaube, das ist so ein Spiel von ihm. Er will, dass du in Candy Palace gehst und vielleicht ist da der nächste Hinweis. Weiß, ja, warum? Stimmt. Warum sollte ich einfach eine Belohnung bekommen? Ja, der will ja meinen Kanal zerstören. Eben. Ja, okay, dann hätte ich gesagt, fahren wir zu Candy Palace, oder? Und gucken, ob da irgendwas ist. Los geht's. Okay, Freunde, ich bin jetzt tatsächlich bei Candy Palace. Ich habe den Hinweis hier auch nochmal mitgenommen. Vielleicht hat Alper ja auch noch irgendwie eine Idee. Ich sag euch, das ist heute der größte Tag. Hi, Alper. Hi, Kev. Digga. Ist ein LKW über dich gefahren oder warum so traurig? Hat dir Ali schon erzählt, was Sache ist? Nein. Mein YouTube-Kanal, da wurde das Passwort geändert. Nein. Ich habe 3 Stunden Zeit, Hinweise zu finden. Und er sagt, wenn ich es halt nicht schaffe, dann löscht er meinen Kanal. Und jetzt haben wir schon diesen einen Hinweis haben wir in so einem Lost Place gefunden. Und dann habe ich gerade eine Nachricht bekommen und die Nummer meinte, ja, als Belohnung hol dir doch mal was Süßes. Und dann haben wir halt gesagt, ja, das ist wahrscheinlich irgendein Hinweis darauf, dass wir zu dir kommen sollen. Ja. Hast du irgendwas bemerkt heute? Nein, heute war eigentlich alles relativ cool. Also es war auch niemand da irgendwie, der auffällig war oder sowas. Ganz entspannt eigentlich heute. Also ich will mich trotzdem, Ali, kannst du mal einmal kurz filmen, ich will mich trotzdem einmal kurz umgucken. Ist irgendwie vielleicht bei den Takis Alper? Ich sehe gerade, die sind leer. Ja, die sind alle. Alle blauen sind alle. Aber das ist ja immer so das Offensichtliche. Hast du Prime gerade da? Hier ist jetzt nichts. Aber Prime hast du gerade gar nicht da, ne? Nein. Und du sagst, war nichts heute, gar nichts. Nein, es ist alles im grünen Bereich heute. Ali, hast du eine Idee? Wo soll ich gucken? Wir sind jetzt hier. Er hat gesagt, ich soll was Süßes holen. Soll ich vielleicht sonst einfach einkaufen? Ja, in der Nachricht stand ja, du sollst dir irgendwas Süßes als Belohnung holen. Mach das einfach mal. Okay. Ja, das, was ich mir eigentlich immer am liebsten hole, würde ich sagen, sind einfach Schokobon Crispies. Ja, nehme ich das jetzt einfach mit. Oder fällt dir jetzt noch... Also ich hab wirklich keine Ahnung. Vielleicht ist es auch falsch, ich weiß es nicht. Alper, nehmen wir die einmal mit, bitte. Ja. So, habe ich hier einen 5er. Bis dann. Pass auf dich auf, Kev. Ja. Und sag mir Bescheid. Drück mir die Daumen, Digga, dass ich das irgendwie hinkriege. Ja, wir haben jetzt nur noch, wie lange haben wir noch Ali? Die erste Stunde schon um, Kevin. Wir müssen uns beeilen. Ja, okay. Ey! Ey! Hä? Ey! Hallo! Ey! Hä? Digga, der hat irgendwas fallen lassen. Der hat irgendwas fallen lassen. Warte, ist Alper noch da? Digga, Alper! Ja? Da hat mich einfach irgendjemand angerempelt draußen und der hat mir irgendwas gegeben. Hab ich gesehen, zeig mal her. Guck mal, AL3 Ausrufezeichen. AL3? Hast du es gesehen? Kanntest du den? Nein, ich kannte den nicht. Ich hab das hier nur kurz flüchtig gesehen. Warte, komm noch mal mit, Ali. Zeig mal, was steht drauf. AL3 Ausrufezeichen und irgend so ein komisches, keine Ahnung, was das sein soll. Das sieht ja aus wie Kirmes. Wie ein Riesenrad. Oder? Digga, das passt, aber weißt du warum? Warum? Gestern hat hier in Bremen die Osterwiese angefangen. Die Kirmes. Stimmt. Stimmt. Ja.
Hä, sollen wir dann auf die Kirmes fahren und da zum Riesenrad gehen? Oder? Ja. Und du hast wirklich keine Ahnung, wer es war, ne? Nein, Kev. Okay. Ja, Bruder, ich bin. Ja, okay, Alper, ich danke dir. Ich wünsche dir viel Glück, ja? Lass dich nicht ärgern, du machst das schon. Okay, Freunde, wir fahren zur Kirmes. Okay, Leute, wir sind jetzt auf der Kirmes angekommen. Die hat ja gestern hier in Bremen erst aufgemacht. Und ihr seht es, da vorne ist das Riesenrad. Ich würde sagen, dort gehe ich jetzt direkt mal hin. Wir haben außer dem Riesenrad ja keinen Hinweis bekommen. Das heißt, wir gucken uns dann gleich erstmal draußen um, schauen, ob da irgendwie ein Hinweis ist, weil die Zeit läuft. Wir haben noch unter 2 Stunden und ich weiß nicht, wie viele Hinweise wir noch finden müssen. Deswegen, Freunde, wir gehen hin und ja, Digga, ich habe echt keine Ahnung, wo wir jetzt hier irgendeinen Hinweis finden sollen. Sollen wir irgendwas in der Gondel finden? Sollen wir irgendwas draußen finden? Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich würde sagen, wir gucken uns erstmal draußen um. Ist vielleicht hier irgendwie was? Vielleicht hier auf der Rückseite? Oder hier irgendwo? Hallo? Haben Sie irgendwie einen Hinweis gefunden? Ich muss hier so einen Zettel suchen. Nee. Kommen aus der Gondel. Ach, Sie kommen aus der Gondel. Haben Sie oben irgendwie was gesehen? Irgendwie so ein riesiges Ei oder irgendwie sowas? Ach so, Sie machen so eine Dings. Nee. Ja, hier sind halt so, hier sind, hängen halt nee, so Eier, das aber. Da, das da, warte mal, ich guck mal. Kevin, ich glaube, wir müssen in die Gondel rein. Vielleicht sollen wir was von oben sehen. Weißt du? In die Gondel rein. In die Gondel rein und dann sehen wir von oben alles. Ja, okay, dann machen wir das. Okay, Ali, stellen wir uns an, oder? Ja, rein da. Hi. 2 Fahrten bitte. Okay. Das hinterlegt, aber ich weiß nicht, hä? Oh, das ist nicht der Hinweis. Wurde das hier abgegeben? Ja. Ey, Freunde, hier wird einfach am Eingang, wo man hier bezahlt, einfach so einen Hinweis abgegeben. Guck mal, was ist das? Max. Du hast keine Ahnung, wer das war. Okay, sonst lass erstmal eine Runde fahren und dann gucken wir uns das oben genauer an, würde ich sagen. Dann einmal die 2 Fahrten bitte. Was soll das denn überhaupt sein? M-E-X? Das ist wahrscheinlich wieder ein Teil vom Passwort. Und was ist das da drüber? Das sieht aus wie so ein Joystick. Aber weiß ich auch nicht. Ist das vielleicht, weißt du, irgendeine Sache, die wir von oben sehen müssen, oder? Ah, was meinst du? Ja. Vielleicht so eine Form, weißt du? Ja, vielleicht ist es da vorne das Ding. Du meinst diese Rutsche da hinten? Ja. Okay, Freunde, wir müssen von oben gucken, ob wir da irgendwas finden, was so aussieht. Okay, Freunde, wir sind jetzt im Riesenrad drin. Ihr seht es, wir fahren auch schon relativ weit nach oben. Also, Freunde, das sind hier die Sachen, die wir bisher gefunden haben. Das ist einmal das, was wir in dem Lost Place gefunden haben. Das ist das, was wir bei Alper, was mir zugeworfen, gesteckt wurde. Keine Ahnung. Boah, ich habe eine Idee. Guck mal, sieh mal diese Gondel da hinten. Zoom da mal ran. Siehst du dieses Ding, was da hinten so schwingt? Ja. Das könnte das doch sein, oder nicht? Ja, das ist so nee. Das Einzige, was Sinn macht. Ja, ich habe ja vorhin gesagt, das ist ein Joystick, ne? Was ist das da? Ja, das ja. da? Aber okay. Weißt du, was es eher sein kann? Was denn? Kennst du diese Greifautomaten? Ja, ich klar. Ich glaube, das ist ein Greifer. Ja, aber welcher denn? Es gibt hier ja 10.000 Greifautomaten. Ja, aber einer muss es ja sein. Ja, dann muss ich aber der Nummer nochmal schreiben, weil ich habe ja, also ich meine, wir müssen ja irgendeinen Hinweis haben. Ja, Ali, lass unten gleich überlegen, mir fällt irgendwie nichts ein. Ja, okay. Ist schon komisch, ne? Hä, warte. Habe ich eine Nach... Leute, hat irgendwas geschrieben! Warte mal, Freunde, ich zeige euch das. Moment, warte. Okay, Freunde, die Nacht ist jetzt hier offen. Ich habe mir die gerade schon mal durchgelesen. Du bist also gerade im Riesenrad und hast den Hinweis verstanden. Du hast nur noch 50 Minuten Zeit. Bruder, woher weiß er? Oder der Digga, ich schwöre, das ist so ein Auf jeden Fall hat er geschrieben, du hast nur noch 50 Minuten Zeit und weil du probiert hast zu schummeln. Hä? Wo hast du denn geschummelt? Wo haben wir denn geschummelt? Digga. Er hat nicht geschrieben, wie wir probiert haben zu schummeln oder wo ich probiert habe zu schummeln. Schreibt er, reduziert sich deine restliche Zeit auf 30 Minuten. 30? Ja, wir haben noch 30 Minuten Zeit. Digga, was? Und dann steht hier. Poke, Ball, Feuer, Dino. Hä? Was soll das sein? Warte nochmal. Poke, Ball. Poke, Ball. Poke, Ball. Pokémon, ne? Aber was hat das denn jetzt mit Feuer und Dino zu tun? Ey, ich hab wirklich keine Ahnung. Also das Einzige, du hast ja gesagt, Greifautomat, oder? Ja. Irgendein. Hast du eine Idee? Man kann doch bei diesen Greifautomaten diese Pokémon-Dinger greifen. Da gibt's auch einen Glumanda. Weiß nicht, als wir freigelaufen sind.
Ah, doch, stimmt. Auf dem Weg hierher, ne? Ja, ja, das kann Kommando sein. Poke, ja, stimmt. Pokeball, Feuer und Dino. Ja. Ja, doch, stimmt. Freunde, wir müssen da direkt hinrennen. Wir haben nur noch 30 Minuten Zeit. Und wir müssen irgendwo, warte mal, es war hier nach rechts. Ich glaube, da hinten waren irgendwie Glumandas oder sowas. Ey, Freunde, Ali hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Wir haben uns nämlich aufgeteilt. Ich bin zu einem anderen Ort auf der ganz anderen Seite von der Kirmes gegangen, wo es Glumandas gab. Da habe ich keinen Hinweis gefunden. Und er meinte jetzt irgendwie zu mir, dass er hier bei diesem Automaten, Greifautomatenstand sein soll. Wir haben fast gar keine Zeit mehr. Und er meinte, er hat irgendwas gefunden. Oh, warte, nach vorne ist er schon. Ali, Ali, Kevin, Ali, Ali. Komm. Ich hab's gefunden, schau mal. Digga, ich bin so gerannt. Hast du schon Geld reingemacht? Ja, ich versuch schon zum 10. Mal. Digga, da ist dieser Hinweis drauf. Das ist so schwer rauszubekommen, Bro. Ich hab's schon 10 Mal versucht oder so. Ey, komm. Komm. Ah. Ey, Digga. Ey, Ali, ich bin so gesprintet. Ich war auf der anderen Seite von der Kirmes, Bruder. Da gibt's ja zwei davon, ne? Ja, aber da war nichts bei den Glumandas. Ey, wir müssen den da raus und wir haben fast gar keine Zeit mehr. Komm schon, schneller. Komm schon. Aha! Aber jetzt liegt ey, da ist irgendwas auf der Unterseite steht auch irgendwas drauf. Auf der Unterseite, ja, ich glaube schon. Ey, Freunde, ihr müsst jetzt alle den Kanal abonnieren, damit Ali das jetzt schafft. Wirklich, jetzt bitte. Abonnieren, jetzt! Komm! Ja! Jetzt! Ja! Jetzt! Nein! Digga! Oh mein Gott! Ey, du hattest ihn fast! Ja, Mann! Ja. Komm, Ali! Ja! Ja! Ja. Nein! Digga, warte mal. Wir brauchen Geld. 1 Euro noch. Warte, halt mal kurz. Ey, Ali, was machen wir denn jetzt? Oh, ich hab kein Geld mehr. Ey, ich hab hier auch ein paar Zuschauer getroffen. Jungs, ich brauche jetzt ganz dringend eure Hilfe. Wir müssen hier diesen Glumanda bekommen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann wird mein YouTube-Kanal gelöscht. Was? Ey. Ich hab nur eine Münze. Du hast auch noch 2 Euro. Darf ich das Geld haben? Er geht einfach. Ey, aber du bist wirklich ein Ehrenmann. Willst du probieren, den rauszuholen? Ja! Okay, warte, dann gebe ich dir sogar deinen Euro. Okay, du musst es schaffen. Komm schon, wir haben fast keine Zeit mehr. Ey, der ist fast draußen. Oh! Ja! Oh mein Gott! Ey! Alter, wollt ihn fast wieder rausholen. Ey, du hast es geschafft! Oh, schau mal, der nächste Hinweis. Bruder, was steht da drauf? A, I, Ausrufezeichen und Unterstrich. Okay, Kevin, Ali. Du meintest doch, du hast hinten was gesehen, oder? Ja, da war irgendwas auf diesem Logo drauf. Guck mal. Ja, weil du den gleich rausgeholt hast, dann müssen wir mal kurz mal gucken, was ist. MC. MC. Magus. Also was anderes gibt's nicht, Bro. Ey, hast du eine Idee, wofür MC stehen könnte? MC Magus. Sag ich doch, das ist offensichtlich, Bro. Ja, McDonald's, oder? Ja. Okay, Jungs, ich danke euch für eure Hilfe. Also, wir sehen uns, Jungs. Drückt mir die Daumen, dass ich den Hinweis noch finde. Schnell, Kevin, hey, Freunde, wir müssen direkt zu Mackes. Alter, Freunde, wir haben noch maximal, ich glaube, noch so circa 10 Minuten Zeit. Ihr seht es, da vorne ist der McDonald's. Ey. Schneller, Kevin. Digga, guck dir den mal an von außen. Junge, was ist da denn passiert? Ja, jetzt rein? Komm, wir haben nicht so viel Zeit. Oh, Digga, ey, aber pass auf, wenn du hier reinsteigst. Ja. Ey, Freunde, ihr seht die Zeit eingeblendet. Okay, Ali, komm mit. Oh. Boah, vorsichtig, fall nicht hin, Digga. Oh mein Gott. Digga, wenn du hier hinfällst. Okay. Digga, ist. Warte, da vorne ist irgendwas. Oh mein Gott. Da vorne. Hä? Einfach ein Happy Meal. Lol? Ey, das wird da irgendwie gerade abgestellt oder so. Was ist das? Da steht schon wieder was. Fragezeichen LA. Warte mal, ich geb dir mal das Handy. Ey, Digga, soll ich das Happy Meal aufmachen? Ah, stopp, noch nicht. Warum? Schau mal. Ja, irgendwas. Digga, wir haben keine Zeit. Ja, hallo. Okay, dann mach auf. Okay, Ali, ich mach's jetzt auf, okay? Okay. 3, 2, 1. Ey, Digga, das ist der Timer, der läuft. Was? Wir haben acht Minuten. Warte, ich guck noch mal schnell, ob da noch irgendwas drin ist. Warte, ich leg's mal hier hin. Digga, 8 Minuten Zeit. Ist hier irgendwas? Guck mal nach Hinweisen. Ist hier irgendwas drin? Nee, das nicht. Nee, ist nur so ein Burger oder so. Digga, wie sollen wir es denn in. Doch, wenn wir jetzt schnell zum Auto gehen, dann schaffen wir das in 8 Minuten. Nein, Kevin, das schaffen wir niemals. Doch. Müssen wir ja. Komm, schnell. Komm, beeil dich. Ey, Digga. Ali, ich weiß gar nicht, wie lange wir zu mir brauchen. Was sagt der Timer? Noch 6 Minuten. Ey, Digga. Ey, Freunde, wir müssen uns so beeilen, ne? Ey. Kevin, wie lange brauchen wir denn? Wenn ich das nicht schaffe, Digga, der Kanal wird gelöscht. Ich glaube, wir brauchen 5 Minuten oder so. Okay, Freunde. Wir sind jetzt zu Hause.
Der Timer sagt 2 Minuten 30. Mach Digga, schnell. Warte. Ah, holst du die Sachen nochmal schnell aus der Küche? Ja. Ey, Freunde. Okay. Ali holt schnell eben nochmal die Sachen. Okay. Ali, beeil dich, wir haben nur noch 2 Minuten. Bin schon da. Hier, warte. L, U, 14. Dann AL. AL, 3 Ausrufezeichen. Dann ME, Unterstrich X. Dann AI, Unterstrich Ausrufezeichen. Okay. Absenden. Hä? Digga! Passwort falsch! Ah, Digga, wir haben das von Mackis vergessen! Warte! Ey, wir haben noch 1 Minute 45. Warte, ich geb's nochmal ein. L, U. Warte, was? L, U, 14. A, L, 3. Ausrufezeichen. M, E. Unterstrich X, A, I, Unterstrich, Ausrufezeichen und da Fragezeichen, L, A, Ausrufezeichen. Okay. Okay, Ali, wir haben es geschafft, wir sind wieder im Kanal drin. Hey, aber Digga, was ist das? Was ist das? Warte, halt mal die Kamera. Hast du das hochgeladen? Nein, das wurde heute hochgeladen. Ich war ja nicht auf dem Kanal drin. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du dieses Video siehst, hast du es geschafft, deinen Kanal zu retten und er wurde noch nicht gelöscht. Digga, was ist das? Das Spiel ist aber noch längst nicht zu Ende. Wer ist das, Bro? Du hast nun 24 Stunden Zeit herauszufinden, wer ich bin und warum ich dich bedrohe. Wenn du es nicht schaffst, veröffentliche ich dein dunkelstes Geheimnis.